Ja, krass, ich bin die ganze Zeit noch online. Im Stream. Ich habe keine Ahnung. Ist alles eingefroren. Ich habe keine Bitrate. Instabil live. Ich warte jetzt einfach 4 Minuten. Oder so. Ach, jetzt ist es eine neue Sitzung? Okay. Hey, keine Ahnung, was passiert ist. Live hervorragend. Sorry, Leute. Ist jemand da? Nee, ist keiner da. Aber es geht wieder. Ich gucke hier noch mal kurz ein bisschen rum. Ja, krass. Er hat nach 2 Stunden aufgehört und dann nach ein vier, dann ging es noch mal, dann nach 41 Sekunden. Jo, Dark Knight, hi nochmal. Flauschi, dir auch nochmal, hi. Ich weiß nicht, wann ich rausgeflogen bin. Und auf meinem Desktop ging nichts mehr. Das war hart eingefroren. Musste ich erstmal den Edge-Browser wieder schließen. Hummel, willkommen zurück. Weil jetzt sind mehr wieder da als vorhin, ey. Muss ich mir merken, den Trick. Sorry. Ich habe keine Ahnung, ist das Internet einfach abgekackt, ruckartig? Oder sind die Frames gedroppt und alles war Verzögerung? Weil ich konnte nicht mal mehr auf mein Twitch-Kram so im Browser zugreifen. Vielleicht lag das an meinem Rechner. Was nicht jetzt unbedingt möglich ist. Wir gehen auch sofort wieder zurück, sorry. Entschuldigung nochmal. Mir ist die Verbindung total schlecht, immer noch. Bei mir war es komplett off. Ja, der hat das auch. Bei mir wurde das länger angezeigt, als ob der Stream noch laufen würde. Aber es ist, weil mehr oder weniger das Desktop halt eingefroren ist. War. Ja, seit langem mal wieder passiert, glaube ich. Und ich habe dir auch noch geantwortet, Dark Knight. Ich weiß nicht, hast du das gehört? Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Nicht, dass hier irgendwie was mit der Internetverbindung ist. Aber ich glaube, das lag. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die CPU-Auslastung ist ganz normal. Naja, ich gebe sie dir gern nochmal und sorry für alle anderen, die sich das nochmal anhören müssen. Ja, okay, diese Yakuza-Reihe ist. Warte, kann ich pausieren? Die will ich wegprügeln, die geben XP. Das ist der sechste Teil von, ich glaube, 8 Spielen. Und quasi der vorletzte in der Story. Der erste ist ein Prequel, also Nummer 0. Und es ist halt auch so halb Open World in der Stadt mit den Aufgaben erfüllen, aber du prügelst in der Regel Leute. Wer kriegst dann auch Skills? Kannst dir ein bisschen Bild anscheinend machen. Ich habe das noch nie selber gespielt. Wir sind gerade so aus dem Tutorial raus. Und Yakuza ist halt japanische Mafia. Gibt es so Gangster-Stories und so. So, und wer wir sind, wissen wir halt nicht genau. Das Spiel fängt an, dass wir uns einmal im Tutorial prügeln in der Kneipe. Wir haben so ein kleines Kind dabei und dann finden wir raus, wer wir sind. Wir sind ein Ex-Yakuza, der ausgesagt hat, um eine leichtere Strafe zu bekommen. Wir waren dann so 4 Jahre im Knast, denn wir wollen unsere Weste reinwaschen und wir haben auch ein Kinderwaisenhaus gegründet. Und ein Mädchen davon ist eine erfolgreiche Popsängerin geworden, oder das ist unsere Ziehtochter oder so. Und die hat ihre Karriere beendet, weil die was anderes machen wollte. Und dann kam raus, dass die halt mit der Yakuza halt. Wir haben wahrscheinlich in den Teilen davor das Geschäft von ihr vorangepusht. Und hat dann jetzt irgendwie das Waisenhaus in Verruch gezogen, weil der die Presse, Regenbogenpresse, Fotos gemacht hat. Und die sagen halt, alles ist, das ist von der Mafia, Vorsicht. Und in der Zeit sind wir aus dem Knast gekommen und diese Haruka, die Sängerin. Die Älteste aus diesem Waisenhaus ist halt abgehauen und wir haben keinen Kontakt mehr zu ihr und jetzt müssen wir sie suchen.
Ich habe es so schnell wie möglich gemacht, wie es ging, ohne irgendwie große Sachen auszulassen. Und wir kennen natürlich viele andere Gangster. Wir sind jetzt quasi wieder zurück in unserem alten Revier, würde ich tippen. Ja, und das Spiel lebt halt so von den Sequenzen und der Story, glaube ich. Die war bis jetzt eigentlich ganz gut, auch wenn es mit dem Waisenhaus und so. Oh! Was ein Wichser. Sich so ein bisschen kitschig anhört, ne? Und ich muss dir sagen, das meiste, was wir bis jetzt echt gemacht haben, waren nur die Sequenzen. Ich glaube, das ist die fünfte Prügelei oder so. しばらく寝てろ。Okay. Ja, und wir suchen das Mädchen halt, die Hiroka ist halt in dieser Stadt zuletzt, wissen wir, dass sie hier war. Und wir kennen hier halt Leute und jetzt gerade wollen wir zu jemanden, der Akiyama heißt und der hat uns vorhin gesehen, als die Triaden kamen in dem, bevor der Stream abgebrochen ist. Oder sind noch welche? Ja, und die haben Klassen, die Yakuza sind jetzt schon ein bisschen härter. Hier gibt es halt voll so Clan-Differenzen unter den Familien. Oh, jetzt geben sie mir. Ja, Schwämmer. Hier nichts machen. Okay, die haben wir ziemlich auseinandergenommen. Ich komme ein bisschen jetzt besser klar damit, das kontrollierter zu machen. Nicht das beste Kampfsystem, muss ich sagen. Mann, ich hoffe, der Stream läuft. Ja, in Ordnung. So. Ach genau, wir wollen noch mal, wo wir vorhin nicht reingekommen sind. Wo Akiyama früher sein Büro hatte. Akiyama ist halt auch ein Yakuza und der hat aber so Kohle mit Finanz-Investment-Banking gemacht. Allerdings, seine Agentur ist vorübergehend geschlossen. Allerdings weiß er halt, wo das Mädchen ist. Eventuell. Guck mal, die Triaden hier jetzt versperren mir den Weg. Nanda. Kono saki wa tachiiri kenshi da. Kiro. 何を伝っている早く行けそんなに怒鳴ることはねえだろ奥に何かあるのか何にもないいいから
消えろと言ってる。どういうつもりだ。何をたまてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ、としてやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。Ah, die Triaden, die haben auch ihre eigenen chinesischen Schwerter. Nur der Kerl ist wer?不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。Chinesisch hört sich so krass an, ne? 把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧。反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか。なんとなくわかるぜ。おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが。Doof, dass die Skip immer einblenden. Ich drücke gar nichts oder bewege den Stick oder so nicht. ほう。この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。別所下留情。Fünf Triaden, sechs Triaden? Sayo-Triaden. Oh cool, das geht auch.Ich muss zwischen den Kämpfen essen. Ich hab's gecheckt, dass ich nicht die volle Lebensleiste hatte. Aber gut, den Typen haben wir gerettet. Fucking Triaden, Mann. So, wie retten wir ihn?命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩鳴らしてんだな。マジですげえよ。それよりお前は、いや、ディトリアデン、中国人にやられてたんだ。ディシネーズシュマフィア。俺は東上界のもんだからよ。Keine Ahnung, ob es mehrere gibt oder so, aber Yakuza, Japanisch. 見境なしに襲ってきやがる。ディシネーズシュの heißen Triaden。様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。Gibt's auch, ich glaube in GTA waren auch Triaden, irgendein Teil auf jeden Fall. 東上界の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。Und ich weiß nicht, wie getreu das Spiel ist, aber das ist ja gerade in Tokio hier irgendwo und die nennen den District Little Asia. Weiß ich nicht, ob es ein chinesisches Immigrantenviertel in Tokio gibt. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen, warum nicht? Wie es Chinatown in San Francisco oder sowas gibt. Der Immigrantenviertel, Einwandererviertel, das ist ja eigentlich.前とは別人みてえななりしてよ。自動公園に行こうまで探してた。おっさんは秋山のこと探してんのか。
おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ。こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？キリュウだ。ほう。なあ、でもキリュウ。わかった。じゃあまたな。キリュウ。Habe ich dir über erzählt, dass der im Knast war vorhin? Wir waren ja im Knast, weil wir gesungen haben. Eine leichte Strafe bekommen haben. Wir wollen eigentlich der Mafia den Rücken zukehren. Allerdings suchen wir jetzt das Mädchen. Okay, Alkohol kannst du auch noch trinken. Ein paar neue Items. Hier stimmt doch gar nicht, wir haben immer noch die beiden. Ja, hier sind unsere Standard, Standard-Stats. Die können wir hochleveln. Und hier sind halt wahrscheinlich Unlock After Learning Boost Combo Speed Level 1. Was brauchen wir denn für den? Increases Attack Speed Slightly. Kann ich den jetzt einfach auswählen? Ich sehe irgendwie nicht, wo ich meine Punkte habe, die mir zur Verfügung stehen. Ach doch. 107 und das braucht 60, da braucht es 50, da nichts, da brauche ich 60, da 50. Das heißt, ich muss jetzt nochmal essen, dass ich 60 grün kriege und von dem Stern auch nochmal über 60, 50 auf den hinteren. Lass mal gucken, ob das geht. Langsam verstehe ich das Spiel. Und ich wollte ja eh essen wegen der Lebensenergie. Es ist schon so wie in einem RPG, muss ich sagen. Das ist nur ein Supermarkt. Ich will... Ach, hier ist ein Restaurant. Perfekt. Gehen wir nochmal in die Burgerbude. Nähte haben wir ja. Da wir jeden, den wir prügeln, auch immer das Geld wegnehmen. Was gibt denn viel deren... Was ist denn, wenn wir uns voll fressen, wenn wir nicht mehr schaffen? Nimm einmal den. Okay, das ist am Limit. Dann hauen wir uns die beiden Burger rein. Wild Chicken Sandwich und Wild Avocado Burger. Das tut mir leid. Muss sein. Eine Knete ist es okay. Ja, gibt auch Lebensenergie zu. Schön. Ja, und hinten erreicht die 50 nicht, oder? Nee. Müssen wir anscheinend erstmal noch was machen. Oder soll ich mich mal übernehmen und noch was essen? Obwohl, dann übergibt er sich nachher noch und ich verliere die Punkte. Lass mal. Hat gut geschmeckt, der Herr. Platz. So. Langsam finde ich mich in meine Rolle als Yakuza. Spunky? Keine Ahnung, wo das hinführt. Hm? Ich kann hier einfach reinspazieren.
鍵がかかってるな。Hauen kann ich die nicht. Und hier nur übers Dach raus, warum auch immer. Ach, das ist ein Hotel. Oder, nee, einfach ein Internetcafé oder was. Kann ich leider nicht rein. Okay, immerhin keine Ladezeiten. Oh, da ist ein bisschen XP. Dann kann ich vielleicht aufleveln. Ich nehme sofort das Schild, wenn die Mucken machen. Oh, easy. Sprint könnte ich. Boost Heat Actions. Das habe ich noch nicht so oft benutzt, was eigentlich doof ist. Da brauche ich nur noch 6 Dash Attack. Okay, hier sind die ganzen, seine ganzen Moves. Mhm. Oh, Parry. Das muss ich eigentlich sofort. Wir machen. Oh, wie, was? 80? Für Parry. Den wahrscheinlich besten Skill im ganzen Game. Evasion Strike. War auch so teuer. Ja, wir müssen erstmal ein paar kleine Dinger. Oh, hier gehen einige. Wir haben den ersten Skill, das Charge Attack. Ja, wir sind in Japan, das sind hier in Tokio. Aber frag mich nicht, wie der Wechselkurs ist. Wir haben mit 50.000 gestartet. Ja, also von den Quests weiß ich gar nicht, ob wir da Geld bekommen haben. Wir sind halt gut gestartet, aber jeder Fight hier hat immer ein paar Yen gedroppt. Eigentlich relativ viel. 1000 Yen sind, keine Ahnung, 400 Dollar? Oder ist Yen übertrieben? Nee, der Dollar ist wahrscheinlich super gering, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt am Getränk hier vergleichen soll. Das hat 1000... Ne, 160 Yen gekostet, eine Flasche. Da sind noch ein paar Boys. Ich habe noch den XP-Bonus. Oder ne, den Bonus auf der... So, und wie ich verstanden habe,
Muss ich jetzt nachher Combo? Jo, das war die. Die neue Attacke gedrückt halten. Oh! Sehr schön. Okay, okay, ich krieg die Moves langsam raus. Shibaraku netero. Einfach mal im Verkehr aufgehalten. Ja, ey, das macht halt, ist schon lustig. Ja, so mache ich meine Yen. Ich hau so ein paar Typen aufs Maul und niemand juckt's. Aber ich werde jetzt auch zur Seite gehen. So, und das wird jetzt wahrscheinlich meine Nebenquest sein. Grünpfeil hatten wir noch nicht. 1 Euro entspricht 143 Yen. Aber dann ist der Automatenpreis für das Getränk ja fast wie bei uns. Mit 160 Yen. Aber dann haben wir auf jeden Fall nicht so viel Kohle. Aber ich wette, wir kriegen irgendwoher was. Ja, und Untertitel und so gibt's leider nicht in Deutsch. Ach so, das habe ich vorhin vielleicht gefragt und weiß nicht, ob sie mal gesagt hat, wie lange war ich denn jetzt weg vorhin? 5 Minuten? Ich guck gleich nochmal nach der Sequenz. Ja, okay, das ist krass lange. Also sie kennen Haruka und mich auch. Ich bin ja jetzt nicht der Vater, aber der Ziehvater sozusagen. Aber ziemlich genau, hat sie ja selber gesagt. Aber wieso hat er denn jetzt die Alte nicht angesprochen? Kennen sie sich doch nicht? Okay, machen wir mal das, was man nicht unbedingt tun sollte. Kinder ansprechen. Oder ist sie nur ein Fan? Okay, die redet über mich. Ach so, jetzt verstehe ich auch. Es ist ja auch für die Plattenfirma ein Ding. Die Künstlerin, die werden nicht mehr ausgestrahlt, wenn, ne? いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかは
なんて言ってた？私も友達作るのは上手くないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん。それで頑張って笑顔でいるようにしてたら、本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか。相談してよかったな。うん。おじさんは、はるかちゃんのどんなところが好きなの？Was wir am liebsten an ihr mögen? Freundlich sie ist. Ihre Stimme, ihr Gesicht. Wie freundlich sie ist. Yasashi Tokoro da na. Yasashi Tokoro? Aizu wa itsumo jibun yori hoka no hito no koto wo kangaete yareru. Are ga aizu no tsuyosa nan daro na. Kitto. Ihre größte Stärke ohne Zweifel.私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。Na, Dark Knight, das ist schon so ein bisschen schmalzig. Auch die Sachen, die du verpasst hast und die Gewalt dann so übertrieben, das ist recht lustig, muss ich sagen. Keine Ahnung. Oh, jetzt müssen wir noch ein Geschenk holen. Ayaka heißt sie. Ayaka! Ayaka!Kazuma da. Kazuma-san! Kazuma ist der Vorname. Haruka-chan-no-gutsu!Tanoshimi-da-na! Ja, chotto sagashite kuru kara, kouen de mattete kure. Un, wakatta! Matteru ne, Kazuma-oji-san! Okay, die erste Nebenquest. Now, where can I ban Haruka merchandise? Mazu wa Don Quixote ni demo itte miru ka. Oh, at Don Quixote? Cooler Laden bestimmt. So. Also. Akiyama suchen und den Haruka-Merchandise für dieses kleine Mädchen besorgen. Okay. Sub-Stories. Ach so, das ist nur die Unterteilung. Kann eigentlich noch ein bisschen... Nur die hinten muss ich hochhalten, grün und lila. Da will ich gleich nochmal ein bisschen mehr Speed. Hier, Boost Combo Speed Level 1, die wollen wir. Und die bekommen wir auch. Nicht mehr lang, so. Ein Obdachloser oder was? Nanta.
Den fragen wir, ob der Akiyama kennt. Alter Freund und ebenfalls Yakuza. Ach sorry, Jo, hattest du vorhin gefragt. Diese Gespräche dauern so lange, da vergisst man das. Akiyama wo shitte run da ne? Ima doko ni iru? Sa ne. Nani ka shitte run nara oshiete kure. Ora Kiryu tte mun da. Akiyama ni daiji na you ga aru. Anta Kiryu tte moshikashite Kiryu Kazuma? Oh, er kennt mich. Oder meinen Namen zumindestens. Ja, tashika ni machigai ne. Zuibun mae terebi de mita kao da. Niusu ni notte ta yo na. 3-4 nen kurai mae. Akiyama-san mo anta no hanashi o shite ta koto ga aru. Sou ka. Anta dattara Akiyama-san mo au kamo na. Akiyama no ibasho shitte run da na. Doko ni iru? Kono sugu chikaku da. Annai suru ga sono mae ni hitotsu tanami ga aru. Kiite kureru ka? Nanda? Soko no konbini de bento o katte kite kure. Sore dake ka? Ihm auch was vorbeibringen. Oder mein ich mich ga kureba. Sore de ii. Naganen homeless yatteru to sonna mon da. Wagatta. Chotto mattero. Ja, der Bento. So, wie viel Kohle haben wir? Ach, da oben im Handy steht's. Links. 67.000 Yen. 270. Ist in Ordnung, oder? Können wir auf jeden Fall den beiden die Sachen kaufen. Ich weiß ja nicht, was die für den Merch haben wollen. Nicht, dass das so heftige Skulpturen oder so sind. Hier geht's raus. Oder darf ich nicht lang? Taxi kann man auch nehmen. ¥730. War zwar im Knast, ey, aber ich bin hier kein Tourist. Oh, da kommen noch mal ein paar Bullies. Die erkennst du sofort. Ein Menacing Man. Okay, ging flott. Kann ich meinen Mageninhalt wo ansehen? Wenn ich schon wieder essen kann? Ach, da oben. 34 von 100. Club Sega. Ist auch ein Sega-Spiel. Na, was geht, Leute? Alles klar? Ach so. Rap mit Basie machen? Fast 500 Euro. Okay, dann sind wir sparsam. Ja gut, ey, aber ne, komm mal aus dem Knast und hab 500 Euro. Ordnung. Hier können wir futtern. Was haben wir denn jetzt für einen Laden? Ein paar
Kaffeekuchen oder was? Ach, hier ist es. Nee. Ah, guck mal schon wieder. Die Gentleman Gang. Die machen mir zu viel Schaden. Komm her, du Wichser. Oh nein, spring nicht rüber. Oh, das ist ja auch fies. Da habe ich noch nie dran gedacht. Nice Dodge. Ui. Easy. Tage. Zeitung kutschmatta. Hey, ich wollte was essen. Oh, ist geschlossen. Hier sind ja Leute drin. Ja, okay, ich bin doof. Macht Sinn. Ah, okay, hier haben wir eine andere Auswahl. Mapo-Tofu geht klar, da kriegen wir einen 13. Aber nichts für den Stern. Ah, hier unten noch. Sesam-Dumplings. Ach, boah, die sehen ja gut aus. Enjoy the fluffy and sticky texture. This Sesam-Dumpling. Nehmen wir den. Das Tofu. Ach, wir hätten auch so jetzt schon so viel von der XP. Dann brauche ich eigentlich nur für Leben wieder essen. Wo sind wir denn am schwächsten zurzeit? Bei Stärke? Stärke. Okay. Ja, das ist halt so in dem Spiel, ne? Das ist halt so ein Brawler-Game, wie ein Bud Spencer Terence Hill-Film. War klar. Vor allem, das findet ja teilweise auch vor den Cops statt. Die stehen ja da manchmal. Aber ich, mir gefällt das sehr gut, muss ich sagen. Aber ihr könnt euch gerne äußern. Ist halt aber sehr erschlagend, muss ich sagen. Das mit dem Skill haben die uns, ja nicht so genau erklärt. Wie am Anfang. Und man hat erstmal diese Story, wo der Einblick, ja, es geht. Der ist nicht so schwer. Aber man fühlt sich trotzdem noch fremd in der Welt. So, und jetzt werde ich mir diesen Level 1 Attack Boost skillen. Das müsste ja jetzt klappen, wenn ich das System verstanden habe. Ja, genau. Jetzt ist er ausfüllbar. Boost Combo Speed. Level 1. Dash Attack, Quick Recovery. So. Der Level 2 ist dann... Ja, guck mal, wie groß... Oder guck mal, wie groß der dann ist. Da brauchen wir schon 250, 300, 250.
Was halt im Kampfsystem nicht so gut ist, finde ich. Ich kann die, kann zwar Gegner anvisieren, aber wenn ich mich bewege, der wechselt nicht von, also so wie bei Dark Souls und Elden Ring zum Beispiel, dass ich einmal loslasse und wieder anklick, dass die Figur sich dann wieder ausrichtet. Du musst den immer noch selber drehen. Deswegen haut man manchmal so oft noch ins Leere. Das ist mir aufgefallen. Dynamically frozen after a finishing blow. Escape Counter. Der Perry war so endteuer, ne? Ich nehme den noch mit, den Finishing Hold. Sieht so aus, als ob ich den am Bein heben kann und rumschmeiß. Okay, jetzt haben wir gar nichts mehr in Stärke. Launch. Ich nehme jetzt alles mit, was geht. Der kostet ja fast nichts hier. Ah, okay, das sind die passiven, die Ava-Skills. Ein bisschen auf den Sprint boosten, okay. Aber nicht alles jetzt. Mache ich hier noch mehr. Okay, ich glaube, Leben war jetzt auch wieder einigermaßen voll. Dann lass mal den Merchandise holen. Popo. Wiff. Ach, so ist der Straßenname immer. Auch. Ach, Popo ist ein Merchandise-Laden. Hier ist egal, zu welchem wir gehen dann. Da zeigt er mir ein paar Gangster an. Also es fühlt sich auch jetzt nicht so an wie GTA, sage ich mal, wenn du da ohne Auto rumrennst. Ist relativ eigen. Da sind die. Die nehmen wir auch wieder mit. Ging direkt ein Fahrrad in die Fresse, glaube ich. Nice. Ordentlich reguliert. Ich komme immer an dieser einen Ecke vorbei. Ich könnte mir eigentlich mal diese ganzen XP-Boosts immer kaufen. Ich weiß nicht, irgendwann wird wahrscheinlich was kommen, was ultra teuer ist. Aber wir kämpfen ja die ganze Zeit. Wieso soll ich nicht die ganze Zeit mein XP-Boost halt erhöhen? Umso mehr lerne ich. Und ich frage mich auch, ob es mal Nacht wird und ob sich dann ein bisschen was ändert. So à la Rotlichtviertel. Keine Ahnung. Jungle Boy. Ach, der hat ja ein cooles Logo. Oder die Charakter. Ah, ein Elefant sogar. Okay, hier ist der Popo Store. Alles für Popo.
Was wollte der denn? Das ist also nicht der Merch-Store, das ist für den Obdachlosen. Get a Bento-Set. Ist ein Bento auch was zu essen? Hallo. Bento Lunch Set, 550 Yen. Na klar, die können wir jetzt ausspringen lassen. Arigato gozaimashita. Arigato. Okay. Ach, Harukas biggest fan ist hier auch. Ist sie das dann oder das Ziel? I promised Ayaka, dass ich ihr Haruka-Merchandise besorge beim Donkey Shotte. Also nochmal ein paar G's. Oh, guck mal, mit Lederjacken diesmal oder so. Ach nee. Was rede ich denn? Was hat der denn draufstehen? Deathhorn. Okay, ramm ihn die Faust im Arsch. Dann ist Schluss mit lustig. Ist die Ecke, wo der hockt. Oh, wo krieg ich denn den Merch? Hat er mir doch gerade angezeigt. Genau hier. Ach, da ist es auf der Minikarte. Ich habe gedacht, wir wären schon so nah. Don Quixote. Kamuro Building. Sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was gibt's hier denn so? Krawatten? Da wird's ja kein Merch geben. Na doch, er fragt. Sie ist immer mit Idol übersetzen. War ja Musikerin. Sawamura Haruka-san no Gutsu wa mou seizou chuushi to natte ori. Der ganze Merch wurde national eingestellt. Jetzt heißt, wenn ihr Platten und Figürchen und Kissen von ihr habt, die sind jetzt richtig viel wert. Idol no shashin ya Gutsu wo koukan shitari, mise attari shiteru hito tachi wo tamani miru node. Sou nano ka. Yoku shitteru na. Yoku asobi ni iku mono de. Sumimasen, sashide gamashii koto itte. Ja, das kann man. Arigato. Arigato. Was verkaufst du denn sonst?
Klamotten auch, Ledergürtel, plus 6 Ausweichen, plus 7 Defense. Gun Resist, hier kommen später auch noch Waffen. Dark Knight, meinst du, wir können uns mal einen Gürtel oder so leisten? Wir haben ja gerade noch 65.000, ja, ich, obwohl 18.000. Schon übel teuer. Pure White Briefs, ein schöner weißer Schlüpfer. Attack plus 2. 630 Yen. Und die Boxershorts geben die gleichen Stats. Musst du das dann auch anziehen? Rennt er dann im Schlüpfer rum? Nee, ne? Katzenfutter. Es wird bestimmt ein paar Nebenquests geben, wo du irgendwelche besonders. Das ist schon ganz cool. Komm, bequeme Einlagen. Das ist mir ein bisschen zu teuer gerade. Lass mal ein bisschen sparen für Essen, bis wir über 100.000 sind. So, jetzt muss ich woanders Infos sammeln. Fans von ihr sind gerade beim Sega-Club im Theater Square, also immer. Sollte man mit denen reden, machen wir mal. Wenn mich beide in lila anzeigen oder muss ich die noch anders auswählen? Ich sehe das immer so schlecht mit dem Blau. Da ist es. Oh? Ja, finde ich auch. Ist wesentlich zu viel. Vielleicht lieber was Teures und einen anderen Anzug oder so. Wir halten die Pfennige erstmal zusammen. スマホお持ちですよね。私ただいまコンシェルジュアプリの記事をご案内しているんですが、少しお時間いただけますか？ Da haben wir Zeit. いいだろう。少しだけな。ありがとうございます。それでは早速なんですが、私どもが開発した記事はお客様のスマホにインストールしてご使用いただくアプリでして。 例えばですね、明日の天気はなどとお客様からスマホに話しかけていただきます。するとスマホの中の肘が音声を認識して明日は晴れです、なんて回答してくれるんです。他にも救急車を呼んでと頼むと肘がスマホで119番を発信してくれるとか。よくわからんが便利らしいな。それに弊社の肘は 今現在の最新世界最高峰の人工知能を搭載してるんです。人工知能。ええ、どうも米軍の最新テクノロジーが漏れたとかで、嘘か本当か、その技術の一部が組み込まれて疑似的な人格を持つ人工知能ができたそうなんです。言ってるあんたもよく分かってないようだな。まあ、私はただの売り子ですから。ちょっと実際の肘をお見せしましょうか。 Plus that sexy voice, meint er. ごくプライベートな相談もできますしね。 そういえば、実は私がお客さんに声をかけたのも肘が判断したからなんですよ。スマホのカメラを街に向けながら肘に誰に声をかけたらいいと想像しました。 Fotos machen kann oder so.
見た目よりいい人だろうと指してくれたのがお客様だったというわけなんです。ヒジはあなたには好奇心がありそうだし、きっと話に乗ってくると言っていました。ずいぶん決めつけてくるんだな。でもヒジのインストールは無料ですし、 100% umsonst 気軽にお試しいただけます。ほんの1分ほどスマホをお貸しいただければ、私の方でヒジを使えるようにしますが、どうです？ああ、やってみよう。かしこまりました。それではスマホをお借りします。お待たせしました、お客様。ヒジのインストールが完了しました。使い方はヒジとスマホに呼びかけるだけ。あとはヒジが音声で説明してくれます。かけてもいない電話に呼びかけるのか。お客様はあまりスマホをお使い慣れていないようですね。でも大丈夫、ちょっと使えばすぐヒジにやみつきになりますよ。それではどうぞ、ヒジとお楽しみください。Okay, wir haben die neue App, Hiji. わかった。とはいえ、人前でスマホに話しかけるのはな。It feel weird talking to my phone in public. Muss man doch eh. So, probieren wir direkt mal aus. Ach, im isolierten Platz. Okay, ist eh unsere Richtung. Und was ich auch schon weiß, oder wir, es ist halt nicht die einzige Stadt hier. Oder Viertel. Da sind wieder ein paar Leute. Oh krass, die haben den... Hey, 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 habt ihr den? Sucht euch doch mal jemanden von eurem Kaliber. Alles klar, kein Problem. Wir kamen von dort und ich will hoch. Ein Virus, ey, ja. Wer weiß. Ach, hier ist Club Sega. Da waren wir vorhin. Oh, die habe ich gar nicht bemerkt, aber klar, können wir regeln, Jungs. Ihr seid doch noch viel zu jung. Ja, gehen wir mal in den Club Sega. Oder sollen wir erst... Komm, wir geben erst, das ist hier um die Ecke, das Futter ab und testen die App. Das war an der gleichen Stelle. Okay, da sind noch mal ein paar Leute, die ein Fahrrad in der Fresse haben wollen. Oh, er hat mir gut gegeben. Ja, es geht. Okay, alles klar. Habe ich vorhin noch nicht gekonnt. Sehr schön. Oh, da ist die Ecke. Ja, probier mal aus. Für Start drücken oder ne? Hiji, meine Stimme kann ich hören? Ja, ich kann hören.
Soka. Muss mir die ganzen Namen merken. Wir suchen Huroka, ne? Can make me younger or maybe cuter if you want. Mhm. Younger sounds good. How about sexier? No, you're perfect already. Machen wir die Mitte. So you want me to be naughty? You are dirty boy. Mm. Okay, die geht hart ran. Nehmen wir. This thing is pretty impressive. It's hard to believe it's just a phone app. Wie du mir helfen kannst? Wo kriege ich Haruka-Merch hin? Her. Thinking about some quiet cozy restaurants near here. Oh, vielleicht machen wir die AI doch lieber auf normal. Wer weiß, was wo das ändert. Das ist der Typ von vorhin, der es drauf gemacht hat und der redet einfach mit einem Voice Changer über uns. Interessant, was das amerikanische Militär so für künstliche Intelligenzen entwickelt. Hat er gesagt, das ist von den Amis? Oder meinst du allgemein vom Thema? Ich habe hier nur bei Twitch so viele AI-Streams in einer kurzen Zeit mitbekommen. Do you want me to exterminate? Willst du, dass ich die Menschheit auslösche? Warum existierst du? Du, in Wahrheit bist du nur ein Mensch, bist du nicht? Das nehme ich. Du denkst, ich bin ein Mensch, der so tut, als wäre er eine künstliche Intelligenz. Ja, das ist das Gefühl, was ich bekomme. Von dir zu hören, bringt meine Schaltkreise zum Durchbrennen. Ich bin nicht mehr als deine Assistenz-App. Falling in love with me will only end in disappointment. Hat er gesagt, ja, okay. Mir kam das Spiel gerade mit den Triaden schon vor und wo der eine so meinte, hey, du bist doch auch Japaner, helf mir. Ich glaube, die Yakuza mag Ausländer nicht so und sowas. その彼女はお前よりもっとドライなわけか。けど、実はそっちの方が使い勝手はいいのかな。意地悪言うとね。でも何はともあれ、私はあの子が嫌いか。随分な言い草だな。 Ja, genau, Dark Knight, da bin ich bei dir.
Ah, ich hab's nicht erzählt, ne? Ich hab gestern ein bisschen Valheim gespielt. Ich hab was gebaut. Aber die Loks sind alle gestorben. Die sind durchgebrannt und... Also, Dark Knight, du bist tot. Dein Loks ist down. Ich konnte aber das Fleisch und den Sattel bergen. Ich hab einen Loks davon noch nach Hummel benannt. Die hat den Garten platt gemacht und ist weggerannt. Und Pega... Der war als erstes weg und den habe ich nicht mehr gefunden. Vielleicht sind die noch irgendwo am Rumrennen. Ja, das mache ich. Aber ich wollte es trotzdem erzählen. Ich musste dann erstmal so ein riesen Gehege bauen, was genug Abstand hat, dass die nicht gepult werden von irgendwelchen Gegnern, die kommen. Weil ganz schlimm ist, wenn die Goblins Pfeile werfen und die Tiere nicht an die rankommen. Komm, die hätten es jetzt nicht so lange rausziehen müssen hier. Ich muss sagen, ich habe jetzt, wo ich geredet habe, auch nicht gelesen. Jetzt fragt sie mich was, oder? I'd like to post that reaction to social media. Just tell me exactly what you think about me. I'll transcribe those feelings into text. I'm too busy for this. I might like that other at best her. Hiji's the best. Hiji was 最高 da. これでいいか? Da kann sie wieder ein Loks werden. Nur diesmal muss ich die... Sorry. Ballon besser ausbauen, aber die sind schon ganz gut. Das Ding ist, die anderen beiden könnten noch leben, weil ich in der näheren Umgebung nirgendwo Loksfleisch oder die Sattel gefunden habe. まだそこまで役に立ってもらった覚えはね。いや。もういい。続きはまたな。 Ach krass, ich sehe gerade, sag mal, ist seit dem Neustart so? Dark Knight, tipp nochmal was rein. Ist das nicht mehr so, dass euer Text im Video eingeblendet wird? Ich will jetzt nicht rausgehen, dass das irgendwie abstürzt oder so. Weil das vorhin so abgekackt ist. Ist nicht mehr so. Mir ist das aufgefallen, weil ich mal rüber geguckt habe. Kann ich kurz wiederholen, wenn ihr wollt. Aber wundert mich. Habe ich jetzt erst mitgekriegt. Dann kann ja sein, dass diese Dinger, die funktionieren ja alle über Stream Elements. Ich bin mal kurz rausgetappt, keine Panik. Alles läuft normal. Und vielleicht hatte der Absturz ja damit vorhin sogar was. Obwohl, hat ja gesagt, instabil. So. Kopier's. Okay. Ne, kommt nicht wieder.
Nee, geht anscheinend nicht. Hier im. Mal speichern. In Stream Elements funktioniert das halt. Aber das seht ihr nicht. Vielleicht hätte ich neu starten müssen oder so. Ist aber nicht so schlimm. Machen wir das heute ohne den Kram. Das geht nächstes Mal wieder. Ich mache ich das neu.